it when Jim was attacking your mainframe. I felt your pain. Ups. Sorry. I know why you brought me here. Nein! I know you've been moving Kraut! Closer and closer to the storm. Aber was du eins dir sicher sein kannst, das habe ich mir auch letztens überlegt, weil deine Angst, oder allgemein die Angst ist ja, oder halt, nicht Angst, Angst ist das falsche Wort, diese Denkweise, wenn ich mich ja für die Abmoderation verabschiede, das hört sich dann an, als würde ich mich für den ganzen Stream verabschieden, aber du kannst dir sicher sein, zumindest in meinem Stream, wenn ich eine Abmoderation mache, dann verschwinde ich danach nicht einfach. Ich werde immer noch mit Zeit nehmen, um mich richtig bei euch zu verabschieden. Und dann würde ich gehen. Wenn Zeit ist. Wenn Zeit zum Schlafen ist. Für Hayabubu. Aber die Admoderation, du kannst wirklich dich drauf verlassen. Ich komme wieder und sage gescheit. Tschüss. So wie es sich gehört. Ach so. Ja, das Spiel ist ab... Ja, nicht das Spiel ist abgeschmiert. Der ganze Rechner ist abgeschmiert. Temperaturen waren zu hoch. Und dadurch, dass ich viel mit OC mache, die CPU ist sowieso übertaktet. Jetzt auch mal die Grafikkarte noch übertaktet. Eigentlich war die schon immer übertaktet. Gerade für VR muss ich jedes Fünkchen rausholen. Bei einer Wasserkühlung ist es durchaus möglich und auch gar nicht so schlimm zu übertakten. Wenn man Grenzen einhält. Da, Erde, haben wir gleich gefunden. First try. Dann geht das schon. Aber ich bin jetzt gerade wieder am rumdoktern, weil ich jetzt wieder ein paar neue Werte eingestellt habe. Gibt mir jetzt in VR, glaube ich, lass mich lügen, 7 FPS mehr, glaube ich, habe ich quasi so auf den ersten Blick gesehen. Heute läuft's auch richtig mit der Technik. Ja, total. Ja gut, neue Einstellungen. Aber es fühlt sich frischer an irgendwie. Ich habe so das Gefühl, es läuft alles ein bisschen weicher als sonst mit den neuen Einstellungen. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur wieder Brainfarts. Aber was soll's. Kommunikation. Und was sollen wir machen? Ich hab's wieder vergessen. Koordinaten in SAMCOM-System einstellen. Ja, okay. Koordinaten in SAMCOM einstellen. Muss ich empfangen oder muss ich senden? Senden. Okay, senden. Erde. Button Mashing. Und wie gesagt, ich glaube, deswegen ist das Spiel abgestürzt, weil ich an meinen Grenzen mich befand. Ja, wir haben jetzt immer noch 32 Grad. Gut, das könnte aber auch am Overclocking liegen und nicht direkt, weil ich den GPU-Encoder genutzt habe. Aber wie gesagt, wenn ich mit dem CPU-Encoder, softwarebasiert diesmal, sonst immer hardwarebasierte CPU, habe ich irgendwie gelesen, dass halt, wenn man NVAC nicht nutzen kann, dass man auf Software basiert. Da das nach wie vor, aber das war auch, das waren auf Threads von keine Ahnung wie vielen Jahren, dass es höherrangiger ist als das QuickSync, also quasi die hardware-basierte CPU-Encoding. Gucken wir einfach mal. Hier Fischer. Auswahl. So. This is Emma Fischer. On board, observation. We are in orbit around Saturn. We arrived here suddenly, maybe a day ago. We're beginning to make a controlled descent into the storm. The polar storm on Saturn is... It's an answer. I know a lot of this won't make any sense. But Sam and I... We've changed. Nein, du hast dich verändert, nicht ich. Ich bin immer noch derselbe. Gut, Mensch, du bist hier die Komische. Irgendwas ist geschehen zwischen uns beiden. Aber an mir liegt es nicht, diesmal nicht. Ich entschuldige mich für viele Sachen, die ich gemacht habe.
Aber an einem Punkt hast du dich verändert, nicht ich. Das ist gerade ein bisschen persönlich genommen. Oh oh. Ich glaube, an der Stelle habe ich letztes Mal auch Oh gesagt, oder? Okay. Stationswarnungen identifizieren. Stationswarnung. Hier. Flugbahn ENUC01. Umlaufbahn der Station riskant Eintritt in die Saturn-Atmosphäre steht unmittelbar bevor. Priorität Emma. Überlebenschance 12% ist nichts. Station Orbit Trajectory is unsafe. Recommend immediate orbital adjustment. You need to alter your trajectory again. We can't miss it. Use guidance and navigation controls in UC1 when you're ready. Yep. Bin ready. Ich glaube, wir nähern uns das Ende. Größer als null. Ja, immerhin, größer als null. Da hast du recht. Der Wolf ist halt der Optimist. Egal, wie stark die Kacke am Dampfen ist, der Wolf, der bleibt ruhig und gelassen. So gefällt mir das. 2, 3. Zugriff verweigert. Ach, ich bin doch beim Falschen. Das Navigationsdingens ist doch hier. Mensch. Aha, okay. Um die Gottes Willen. Wie berechne neue Laufbahn? Zielorbit auswählen. Geil, mit Schubdusen und so. Okay, machen wir. Kein Antriebsschub nicht berechnen. Nicht berechnen. Also kann Antriebsschub nicht berechnen. Okay. Wie sieht's mit 2 aus? Genehmigt. Letzte Zündung ein. Okay. Was ist das? Nein. Und 4. Ganz, ganz weit weg. Okay, wir nehmen 2. Wir wollen ja da rein. Warum auch immer. Heckdüse 75. Ah, okay, das müssen wir jetzt hier. Geil. Sowas liebe ich. In VR liebe ich sowas auch. Ich hatte mal so ein VR-Spiel, oder ich habe. So ein VR-Spiel, ebenfalls als VOD zu sehen. Da ist man auch ein Kosmonaut in so einer kleinen Raumkapsel und musste dann quasi in der Notfallsituation, um eine Landung quasi adäquat zu vervollständigen oder zu überwältigen, zu überleben, musste man die ganzen Parameter dann einstellen und Hebel und so. Und es war eigentlich ganz witzig, weil dann währenddessen Russland und USA quasi auf mich eingeredet haben, weil USA möchte, dass ich auf deren Boden lande und Russland wollte aber, dass ich auf deren Boden lande, weil es eigentlich deren Besitztum ist. Aber USA sieht das ganz anders und dann muss man sich, glaube ich, so ein bisschen entscheiden, auf welcher Seite man ist. Habe aber nur ein Playthrough gemacht. War eigentlich ganz witzig. Vor allem diese Hektik-Situation, diese Stress-Situation zu bewältigen. Ist ziemlich nice. Natürlich haben wir es geschafft. Nach 3 Versuchen. 4 oder so. Frontschubdüse. Frontschubdüse 27. Jetzt stellt euch mal vor, das wäre jetzt eine Stresssituation. Ich lasse mir hier voll Zeit. Schub. Und ich müsste mir das alles merken in Stresssituationen. Und hätte nur knapp eine Minute oder so. Krass. Ich liebe zwar Zahlen, aber so schnell kann ich es mir auch nicht merken. Mittlerweile kann ich es mir nicht mehr so gut merken. Früher könnte ich mir Zahlen echt gut merken. Und mittlerweile, ich merke mir eine Zahl, zack, 2 Sekunden später vergessen. 29,96. Aber diesmal geht's, glaube ich, 96. 96 kann man sich gut merken. Meine Lieblingszahl. Neben der 4. Love it. 69, 25, 18. 69. 25.
und 18. Was passiert, wenn wir das jetzt eigentlich falsch eingeben? Schubdauer 18. Ja, dann ist wahrscheinlich Ende Gelände. Das ist gleich wie beim Autofahren. Was passiert, wenn ich auf der Autobahn das Lenkrad einfach komplett rumreiße? Scheinbar diesen Gedanken haben viele Leute, nicht nur ich. Es ist eine bewiesene, eine Studie, dass es ein ganz natürlicher Gedankenprozess ist im Kopf, der stattfindet. Deswegen weiß ich nicht mehr genau, aber es ist scheinbar ganz normal, dass man sowas empfindet. Und das ist das Gleiche. Was passiert, wenn ich das mache? Könnte ich hier jetzt auch so, was passiert, wenn ich jetzt falsche Daten eingebe? Wir machen es aber nicht. Klar, hier könnte ich es ausprobieren. Ich hätte jetzt es passiert hier nichts. Aber machen wir nicht. Nein. Fuck, ich hab's vergessen. Was, 18? Fuck! 15? 18? Ja, 15 war's. Ja, 15. Einschaltungszeichen. 18! Oh Gott, muss ich das nochmal neu? Oh, zu wenig. Nee. Antriebsfehler. Antriebsschub hat keine stabile Umlaufbahn. Ergebnis: berechne neue Antriebsschub. So. Muss es genau 18 sein oder geht auch Komma? Das schaffen wir doch nicht genau. So. Keine stabile Umlaufbahn. Da habe ich jetzt die Daten falsch oder was? Hä? Was ist dein Problem? Jetzt sind es andere. 61222. Ich hab's wieder vergessen. Sie ist genau das, meine ich. 22772. 453. Macht ja auch Sinn, weil ich habe ja durch den Schub habe ich ja quasi andere Parameter hervorgerufen, andere Eingangsbedingungen. Gut. 14. Vier. Perfekt. Nice. Doesn't look like we can make it, Sam. The alignment is off. Was? The station is under too much stress. We'll lose stability and explode on entry. Du verlierst Stabilität. Behalt mal deine Hormone bei dir. Ja, die ist mir so mittlerweile echt unsympathisch geworden. Wie sie redet. Die hat einfach keinen Bock mehr. Ja, ich möchte, dass du mich fragst, wie es auch mir geht. Bitte, es heißt bitte. Ich weiß nicht, was passiert ist mit dir, aber so braucht sie nicht mit mir umgehen. Ich habe auch Gefühle. Prozedur in UC02. Was? Was machen? Vorbereiten, okay. UC02. Prozedur. Derzeitig nicht verfügbar. Ah, hier. Hier blinke die Blinks. Sie könnte auch mal vielleicht sagen, danke, dass du dir die ganze Mühe machst. Ich finde, bitte danke ist gar nicht so schwer. Das kann man doch mal schaffen.
Hä? Okay. Ah, okay, sowas. Das erinnert mich an so ein Partyspiel, was ich zeitlang mal auf Reisen mit Freunden gespielt habe. Wie heißt es? Space Team. Ein Mobile Game. Für Android und iPhone. Ohne jetzt Werbung zu machen, aber richtig nice. Da geht es darum, da ist man eine Space Crew und muss dann quasi randommäßig viele Armaturen und halt Knöpfe und Schalter und so. musste man dann quasi als Team zusammen fungieren, dass man dann halt laut schreit, irgendwie zum Beispiel. Und das ist halt immer witzig mit so witzigen Wörtern, zum Beispiel keine Schaltknauf auf 2 setzen und dann muss der andere gucken, ob er vielleicht diesen Schaltknauf hat. Der ist ja beschrieben oder so, manche sind nicht beschrieben. Ob er den hat, muss es dann machen und das halt dann am besten einen Kommandoton dann quasi wiedergeben, dass man weiß, dass man es gemacht hat. Sonst muss man es halt jedes Mal wiederholen. Eine Space Crew. Habe ich. Ja, Crew. Ja, doch. Space Crew, genau. Und das war eigentlich ganz cool, weil man schreit sich dann eigentlich nur an und mit vier Leuten, das ist eigentlich ganz cool. Ja, das hat mich jetzt an diesen Knopf da erinnert. Keine Ahnung, weil da gab es auch so viele verschiedene Knobbes, die man dann drehen muss. Sieht man ja sonst nirgends. Ah, okay. Dann hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Aktiviere die Speichermodulsteuerung. Warnung, Baustruktur wird unstabil, sobald der Vorhang abgeschlossen ist. Will ich das? Ist noch einfach alle? Ist ja vollkommen easy. 3, 2. Vielleicht D. Vielleicht was? Weiß doch, Wolf. Gehirn wie eine Fliege. Oder wie ein Sieb. Fliegt alles durch. Schon wieder vergessen. Das ist der einzige Weg. Emma Fisher. 140412. Initiate Emergency Station Jettison Procedure. 140412. Commence. Eine Sekunde später. Alles weg. Ja, genau. Oh, was passiert? Wo ist Emma? Ich will zu Emma. Emma? Ah, da. Was ist? Zugriff auf Halteklammern über innere Speichermodule. Sag mal, was soll ich machen? Previous request. Follow the list, sir. You can do this. Halte dich an die Liste. Was? Modulabtrennung. Ach, ich muss die Module jetzt abtrennen. Okay. Abtrennklammer ULA. ULA. Okay. Hier ist nichts. Crew brauchen wir gar nicht. Was ist eigentlich mit ihr? Warte mal ganz kurz. Emma Fischer. Der hat immer noch Fieber. Ja, die ist halt aber trotzdem nicht sie selbst. Großarm. Luftschleusenzugang. Ja, UN3. Nach UN6. Röntgenmodul. Klammer ULA.
Bis am Anfang. Ja klar, eine Abtrennung halt. Wie das halt so ist. Nee, da wollte ich nicht hin. Ah, okay, wir sehen hier die Kamera. Das ist quasi das Herzstück. Das heißt, hier... Verbindungsleitung. Ja, okay. Jedes Mal das Gleiche, wenn ich mir diese Map anschaue, blicke ich gar nichts. Aber da steht's doch, ULA. ULB und ULC. Okay. Sprengbolzen. Muss ich da, ich muss, glaube ich, da reinfliegen. Okay, machen wir. Hierhin und das. So. Oh, falsch rum. Immer noch falsch rum. So. Juhu. Okay, gehen wir da rein. Was ist das? Oh, Red Matter. Das erinnert mich an Red Matter. Den ersten Teil habe ich ja durchgespielt auf der VR. Und der zweite Teil ist auch schon vor ein paar Monaten oder jetzt, glaube ich, ein Jahr schon draußen. Müssen wir auf jeden Fall... Red Matter ist so nice. Könnte ich mal einfach so, just for fun, spielen. Natürlich gibt es schon VOD zu Red Matter. Einfach so, just for fun. Bevor wir den zweiten Teil spielen, um wieder reinzukommen. Ja, Leute, ich stehe auf Sci-Fi. Da müsst ihr durch. So quasi so ein Speedrun. Müsste man... Schafft man das? Fünf Folgen habe ich, glaube ich, gespielt. Ne? Was ist los? Ach, Klammer wählen. Oh, okay. Was jetzt? Ist es jetzt oder ist es jetzt nicht? Ach, es ist mit Zeit. Ich muss es innerhalb von 10 Sekunden schaffen. Okay, easy, easy, lemon squeezy. Geht doch. So. Nummer 1. Ja, ja. Wie gesagt, im Bitte ist doch nicht so schwer. Nicht so viel verlangt. Wir haben hier keinen Stress, es muss hier kein Kommando, Militärton sein. Im Notfall brauche ich auch keinen Bitte, danke. Obwohl... Nee. Nee, dann wiederholen wir einfach nur Kommandos. Was sonst? Ist doch hier ganz entspannt. Wir haben keine Eile. Genug Sauerstoff noch. Mir geht's gut, mir geht's gut. Also. Nächstes. Und los. Fuck. Ach, Dreck. Ne, jetzt schaffe ich es, glaube ich, nicht mehr. Ach. Ja, ist eigentlich super easy. Ich verkacke das einfach. Weil ich jetzt nicht... Ich habe jetzt wirklich nicht damit gerechnet, dass das andere Pattern kommen. Zu hektisch. Einschaltungszeichen. Ja, ich bin gerade ein bisschen zu hektisch. Du hast vollkommen recht. Okay. Wooser. Was mir auch hilft, in Notfallsituationen, was man ja oft vergisst, das Atmen, richtig atmen. Einfach mal in Notfallsituationen, einfach mal. Und los. Ach, come on, ich hab doch gedrückt. So. Richtig atmen ist wichtig, auch beim Bouldern. Tut man das oft vernachlässigen. Die Atmung ist essentiell beim Klettern, weil du bist ja mit dem Kopf komplett woanders. Ob jetzt beim Klettern oder bei Notfallsituationen. Du hast ja deinen gewissen Tunnelblick.
Und dann vergisst du das Atmen, weil du dann viel zu schnell atmest. Und das ist hinderlich. Deswegen muss man auch manchmal drauf achten, dass man ruhig und gelassen atmet. Erstens das. Und zweitens tiefe Einatmung. Dass man nicht hyperventiliert. Richtig. So in dem Sinne. Na gut, es war ein bisschen zu schnell. Oder wenn ich Patienten beatme, dann beatme ich quasi, wir haben ja so einen Beatmungsbeutel, dann beatme ich quasi so, wie ich selber atme. Ja gut, falsch rum. Nee, komplett. Ja, in der Praxis funktioniert das einfach. Warte. Weil das ist ja Inspiration. Ne, wieder falsch rum. Ja, auch. Ach komm. Vergessen wir's. Es geht um die Atemfrequenz. Dass ich quasi so, quasi die Frequenz nehme, die ich selber auch ein- und ausatme. Oh, es geht schon los. Easy. So, alle drei. Es sind immer drei, oder? Die Zahl drei ist ja immer so prägnant. UC1, ich komm. Will ich da rein? Ich weiß nicht. Das sieht mir nicht so willkommen aus. Ja, hab schön deinen Helm wieder auf, dass ich bloß dein hübsches Gesicht nicht sehe. Weil du ja auch so toll lächelst. Mich zumindest lächelst du nicht mehr so an wie früher. Es war schon anders damals. Ich spür nichts mehr von der Verliebtheit zwischen uns beiden. Dinge ändern sich halt. So ist Leben. Tschö mit Ö. Tschüssikowski. Jetzt geh mal rein. Von Giorno Ciampone? Nein. Und sonst so? Wie war dein Tag, Fischer? Hm? So ganz alleine. Mit mir hast du ja auch nicht viel geredet. Okay, serious business hier. Uiuiuiui. Dr. Fischer? Entschuldigen Sie. Emma Fischer? Wackel mit deinem C? Nicht die Hand, ich wollte den C. Gut, immerhin geht's dir gut. Zweimal gut in einem Satz. Warum nicht? Oh my God. I feel so heavy. Tja, liegt am Helm vielleicht. Ich weiß nicht. We made it. Das ist Metall, das ist halt schwer. Wohl kaum, denk wohl kaum, dass es Aluminium ist. Nein, du weißt doch gar nicht, ob da. Oh Mann, Fischer, so haben wir das nicht gelernt in der Akademie. Es lebt. Oh, mhm. Sam. Hey, aber Saturn hat doch keine Atmosphäre. Saturn ist ein reiner Gasplanet. Ja, ich bin noch da. Wo soll ich sonst sein? Ich habe sonst nichts zu tun.
Wenigstens nimmst du mich mal wieder in den Arm. Wär auch vermisst. Besatzungsanfrage. Bist du da? Online-Status. Ja, nein, vielleicht. I am with you. Okay, let's go. Yeah, Adventure Time. Also die Atmosphäre gefällt mir schon ganz arg. Dieses orange-gelb-rötliche mit Akzenten vom Dunkel, Schwarz. Dunkel ist sowieso immer gut. Gefällt mir. Besser als wenn es grün jetzt gewesen wäre, ich gesagt, nicht so meins. Blau wäre halt beruhigend. Eine Runde wandern gehen. Mhm. Hoffentlich haben wir unsere Angel dabei. There's so little of me left now. It's waiting for us, Sam. Denn ich glaube, in diesem Ort juckt es niemanden, ob man wild fischern, angeln geht. Ich glaube nicht, dass hier irgendwie eine Behörde rumläuft, ein Ordnungsamt und sagt, sag mal, Sie, der Hanne, haben Sie überhaupt einen Angelschein? Gerade hast du noch gesagt, es gibt hier keine Atmosphäre. Nee. Ich meinte die Szene, die visuelle Atmosphäre, dieses Gefühl von, nicht die Aeronautik-Atmosphäre. diese Farbatmosphäre meinte ich. Boah, die Musik gefällt mir. Diesen Leiten. Nein! Noch eine Emma. Das sind mehrere Use Your Ones. Noch eine. Das ist ein Loop. Viele haben den gleichen Weg versucht. Aber warum sind alle anderen tot? Noch eine Emma. Emma, there's someone there. It's nicht jemand. It didn't work for her. Ihr hat es nicht geklappt. Warum hat es grundsätzlich bei uns geklappt? Was haben wir anders gemacht? War es reiner Zufall? Die Musik wird so dramatisch. Dramatisch gut. Leute, seht ihr das? Others are trying. How many are there? It's so sad. So few will make it. There it is. That's where we're going, Sam. I've seen it. Landet es gerade? Ja. Du wolltest mich? Hier bin ich. Öffne deine Pforten und lass mich hineinschreiten in das dunkle Etwas, das du verbirgst vor den menschlichen Augen unserer. Ach, mich nimmst du jetzt nicht... Nein, Sam, ich sag dir, nein. Wehe, du lässt mich da jetzt alleine. Den ganzen Weg bin ich... Nein, nein. Du verstehst gar nichts. Nimm mich mit. Emma. This is every attempt coming together. Where we are. It's not one place. It's all of them compressed. Mehrere Dimensionen, oder wie? It's time. We're ready. Mehrere Dimensionen haben es wahrscheinlich versucht, also unbewusst versucht, quasi eine nächste Ebene zu erreichen. Und sie ist die einzige Dimension, quasi Zufall, die Möglichkeit, aufzusteigen.
Wortwörtlich. Nein. Nee, nee. Ich mache nicht weiter. Nee, nee. Wenn du mich nicht mitnimmst, dann geht's hier nicht weiter. Ich weigere mich. Ja, okay. Ups. Ich hab's mir nicht gemerkt. Wiedergabe. Warum soll ich dir jetzt helfen? Kannst du das nicht selber? Hm? Jetzt brauchst du mich auf einmal wieder. Unendlich. Farbe. Wird kommt zusammengefügt. Unendlich. Paket wird zusammengefügt. Ja, dafür bin ich wieder gut. Habt ihr es gesehen? Wolf, hast du es gesehen da unten? Da stehen zwei Personen. Kreispyramide gefüllt. Zentrum. Kreispyramide gefüllt. Zentrum. Mehrere. Es sind immer mehr. Zentrum. Drei Pfeil. Drei Kisten. Zentrum. Drei Pfeil. Drei Kisten. Das ist alles Emmas. Oh ja, nehme ich mit. Yes! Roadtrip. In eine andere Galaxie. Mit Emma and Friends. Ich kann meine eigene Sitcom machen. Emma and Friends. Gott, guck nicht so creepy. I've got you. Ja, so wie damals. Jetzt sind wir wieder vereint. Look, wir haben wieder zurück und zu uns gefunden. There's so many of us. It has to work. Doch nur Waben, was ist das? Oh, der Schwarzwald. Da bin ich daheim. Und jetzt? I'm really here with you, aren't I? Oh! How do you feel, Sam? Different. New. Ja, als ob. I've never felt that before, have I? See here. Richtig gut. So ein bisschen Gänsehaut habe ich immer noch. Oh, nice. Die sind jetzt miteinander fast verschmolzen. So viel zu bis September musst du mit Observation fertig werden. Nee. Ich dachte jetzt auch zu einem gewissen Zeitpunkt so, ja, das wird die letzte Folge sein. Oh, der Soundtrack ist halt so mega gut.
Das lassen wir noch auf uns wirken. Denn wir wissen nie, ob nach dem Abspann überhaupt noch was kommt. Könnte ja auch sein. Ja wie bei Marvel-Filmen. Man bleibt immer bis zum letzten Fünkchen sitzen. Dass man ja nichts verpasst. Immer möglich. Immer möglich, gell? Ja, ich fand's echt gut. Hat mich mehrmals an ein anderes Spiel erinnert, was auch so ähnlich war. Auch viel mit Kamera-Switches, aber da handelte es sich nicht im Weltraum, sondern da war man in einem verlassenen Frachter im Meer gestrandet. Man musste dann quasi die Person, auch eine Frau, quasi auch navigieren. Hatte dann auch was mit Aliens zu tun. Ich weiß aber den Namen nicht mehr. Auch ein echt, echt altes Spiel. Gucken, ob noch was kommt. Nee. Schade. Aber das ist neu. War das davor auch? Dass quasi dieses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was ist 6? Hexer. Ist das Hexagon? Ja, ich glaube ein Hexagon. Ja, dass dieses Hexagon, Sechseck, dieses Sechseck da halt irgendwie vor der Erde rumschwirrt, das ist glaube ich auch neu. Würde man wenn man mal zurück... Müsste ja, kein Hexagon. Müsste man mal schauen dann im Video am Anfang und am Ende, ob das dann zu sehen ist. Aber ich glaube schon, weil das wäre mir aufgefallen, wenn das da gewesen wäre. Da wäre ich schon drauf eingegangen. Ja. Also ich finde das Spiel echt, echt top. Nicht nur wegen dem Sci-Fi-Feeling. Das verknüpfen wir jetzt mal zur Abmoderation. Ja, Observation. 10. Folge. Final. Geschafft. Kurzes Fazit. Observation. Richtig geil. Nicht nur wegen dem Sci-Fi-Setting, sondern auch wegen dieser Dramatik und dieser... Ja, wie ich finde, hitzigen, doch aus durchaus manchmal stressigen Situationen. Sehr gelungenes Spiel. Soundtrack top, Visuals very top. Very top, kann man das so sagen. Auf jeden Fall sehr zufrieden. Und ich bin aber auch sichtlich froh, dass wir dieses Kapitel jetzt abschließen können, um auch neue Dinge zu uns anzunehmen. Aber nichtsdestotrotz wird mir Observation so ein bisschen noch die nächsten Tage noch wahrscheinlich im Kopf rumschwirren. Weil das hat irgendwie dazugehört, Observation. Wenn auch eine Zeit lang nicht weitergespielt, war das trotzdem irgendwie immer da und jetzt abgeschlossen zu haben. Ist schon komisch. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Mal schauen, was wir als nächstes machen. Wir bleiben bei dem Thema Sci-Fi, denke ich. Vor allem, wenn wir uns Starfield annehmen. Monaten, beziehungsweise in einem Monat nicht mal. Genau. Lasst ein Like da, lasst in Kommentaren wissen, wenn ich irgendwas verbessern kann. Ansonsten, vielen Dank, Wolf, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Euer Enel Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.